Herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Heute wird's creepy, denn es geht zur Game and Wario Stage. Wer Sage kennt, weiß, warum ich sage, jetzt wird's creepy. Erstmal natürlich schön mit den Hazards, mit der Mutter. Die Mutter ist das Hazard, Leute. Eure Mutter ist ein Stage-Hazard. Ja, kann man so sagen. Da brauchen wir natürlich auch die Original-Gamer-Musik, sonst wirkt es nicht. Dum, 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 dum. Ihr merkt schon, richtig gruselig. Gamer-Musik hat eigentlich gar keinen Soundtrack, aber wenn die Mutter kommt, dann kommt eben halt das, was wir hier gerade hören. Oh ja, und ich nehme den Joker. Diese Stage ist immer wieder anders. Immer wenn man die spielt, sind die Blöcke anders angeordnet. Deswegen bewerte ich die Stage, wie sie jetzt aussieht. Sie sieht immer wieder anders aus. Und die bleibt dann auch so. Hier haben wir jetzt eine Textsituation, was mega scheiße ist. Lustigerweise wurde die mal gespielt in einem Turnier in Super Smash Bros. Für die Wii U. Trotz der Stage-Ersatz, da frage ich mich auch nur so, what the fuck? Ja, ihr habt eben gesehen, die Mutter war da zu sehen, die kam aus dem Fernseher und wenn man sich von dir entdecken lässt, ja, merkt es ja an der Musik, dann immer übelst schauen, wenn man irgendwie Mid-Prozent oder High-Prozent hat, dann stirbt man jemand. Halt. Oh, bloß nicht entdecken lassen, bloß nicht entdecken lassen, man kann sich halt hier hinter verstecken. Das ist eigentlich ganz nett. Unique Design. Und ja. Wie gesagt, diese Plattform ist nicht Durchschlüpfer, ist meine Textsituation geforst, die ist Durchschlüpfer in unserem Fall. Dann das gleiche natürlich nochmal machen, dann ohne Stage Chasers, sondern wird die Stage immer anders aussehen. Weil ist immer anders, demnach sehr vielseitig. Ich finde, es macht auch mega viel Spaß darauf zu spielen, weil einfach das so mega unique ist mit der Mutter, wenn man nicht entdeckt werden darf. Ein bisschen was von Metal Gear Solid, ne? Aber Snake würde sich freuen, hier zu spielen. Warum habe ich nicht Snake genommen, ey? Ja, Snake ist cool auf der Stage. Darf eh mal nicht entdeckt werden. Schöne Stealth Stage. Seht ihr die Schatten, wenn man da drin ist, ne? Ist dann safe. Kann auch passieren, dass die Mutter eben mal ganz rauskommt aus dem Bildschirm oder so. An ein Heim sucht. Das ist dann am gefährlichsten. Ja, kann überall wegkommen. Selbst aus dem Fernseher, aus dem Fenster, aus der Tür. Muss man wirklich aufpassen. Das ist eben halt auch so geil daran, ne? Muss sich aufs Kampfgeschehen fokussieren, aber auch auf die Mutter. Eben halt überall lauern kann. Echt interessant, also ich mag's. Dann wird man manchmal gebait im Fernseher, da irgendwelchen Programm. Dann kommt da ein süßer kleiner Teddybär und dann kommt plötzlich die Mutter. Muss man wirklich aufpassen. Der hört sich auch aus von Musik her, wann die kommt. Die Spannung steigt, dann ist sie halt nah. Wird jeden Moment erscheinen. Jetzt kommt sie. Dum, 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 dum. Ja. Ich hab's versucht zu schielen und dann werde ich geschieldbreakt. Ah, hey, besser als getroffen zu werden, I guess. Gerade bei Low-Prozenten. Ja, und das ist basically die Stage. Also, Competitive natürlich mega scheiße, weil die zu janky ist. Es gibt halt manchmal hier Tech-Situationen. Wenn man Pech hat, ist nicht gewiss, dass es sowas gibt. Aber kann halt passieren, in unserem Fall ist es ja auch passiert. Und eben halt die Mutter an sich. Ansonsten ist das Layout noch in Ordnung. Auch andere versuchen da reinzuschleudern. Die mal festzuhalten und dann eben mal von der Mutter erwischen zu lassen. Das hat auch taktisches Potenzial. Ich finde das echt ganz cool. Aber competitive ist es eben mal nicht. Da würde ich schon eine 5 Plus geben, weil die Mutter echt zu viel Einfluss aufs Battle-Geschehen hat, wie ich finde. Oh, das war's mit Peach. Wurde auch schön nach unten gespiked quasi. Wenn ich über den Abgrund ist, dann stirbt man instant. Bin nach unten gedrückt und stirbt. Das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Spielspaß ist auf jeden Fall vorhanden, macht richtig Laune, da würde ich eine 1 geben. Wirklich Fun. Das ist halt mal was ganz anderes. Enough. Nein, Persona. Hm. Und ja gut, Design ist es auch, weil es war genauso in Game & Wario. Und das haben sie wirklich schön umgesetzt. Haben eine vielseitige Stage rausgemacht. Und das mit der Mutter eben halt gut eingebracht. Und es ist nicht so, dass es ultimativer Jank ist. Die ist ja nicht permanent da, nur manchmal. Es ist einfach so eine gesunde Mischung. Ich weiß nicht, die Stage ist ziemlich perfekt in der Hinsicht. Man hat Jank eingebaut, aber es ist nicht zu janky. Ich weiß nicht, ich find's cool.
eure Meinung gerne in die Kommentare. Oh, die kommen wohl. Oh, der arme Falco. Vergewaltigt wurde er. Vergewaltigt, Leute. Insgesamt würde ich der Stage dann auch tatsächlich eine 1 geben. Das ist eine der coolsten Stages ist. Da hat man sich bei Wii U-Version echt einiges dabei gedacht. Game in Wario-Spiel an sich ist ja jetzt nicht so iconic. Die Stage. Sehr cool. Gab's ja auch in WarioWare Gold wieder hier, diese Gamer-Geschichte. A brilliant victory. Jetzt das Ganze ohne Jank. Das heißt, die Mutter taucht wahrscheinlich nicht auf. Die eigentlich die Reiz ausmacht, aber hey. Ein bisschen was von Mario Maker. Mario Maker ist ja auch mal anders. Die Stage eben halt auch. Gucken, wie es jetzt aufgebaut ist. Let me see. Der Joker. Da ist er. Wer ist unser Gegner? Es ist Toon Link. Shadow Toon Link. Seht ihr, es ist ganz anders. Das sind zwei Durchschnittsplattformen. Dieses Stage-Layout, ihr werdet lachen, ist sogar competitive. Aber man weiß eben halt nie, welches Layout kommt. Das ist das Problem dabei. Das ist eben halt das große Problem. Oh, nicht den Spike bekommen. Unfortunate. Das war richtig unfortunate. Normalerweise kriege ich immer den Spike damit. Egger! Hahaha! Genauso meine ich das. So sieht das normalerweise aus. Oh mein Gott, dass die Mutter nicht da ist und so ruhig ist, das nervt ein bisschen. Wir machen gleich schöne Wario-Musik an. Ich mag es halt nicht, wenn kein Soundtrack da ist. Glück gehabt. Die Fair von Toon Link ist richtig scary. Geht super early. Muss mal aufpassen. Ich dachte, ich hätte Bombe. Falsch gedacht. Ah, ja. Trifft dich selbst mit Bomben, genau. So ist es richtig. So gefallen mir die Toon Links. Die sich mit ihren eigenen Bomben treffen. Das sind meine Lieblings-Toon Links. Okay, random Footstools all the way. Spot Dodge ist ein Slash Ultimate, ey. Schön mit der Side-B in mein ins Disadvantage bringen. So ein guter Move. Finde ich geil als Sheik's Needles, ey. Und die Scheiße nicht aufladen muss. Ja, das war so eine Sheik-Technik. Gegner zum Airlord springen und zum Land bringen und dann einfach mit einem Upsmash warten. Joker hat ja auch Struggle beim Killen. Ohne Ascent. Deswegen musste mir jetzt was einfallen lassen. Nein! Oh mein Gott! Der blöde Enterhaken, der ist so schnell geworden. Seine Projektile kommen nicht schön durch diese geile Wand durch. Do it! Schade. Knapp verfehlt. Oh, wie schade. Was, Toon Link? Wie schade, dass das jetzt Elektroschaden hat. Schade für dich. Und sie, der Steck nimmt's. Ja.
Tja, die Persona ist zu stark. Auch wenn es immer nur die Startpersona ist. Stark genug reicht. Die Bücher, die wir eben gesehen haben, die Random-Plattform, die erscheinen können, sind jetzt tatsächlich hier wieder vertreten und dienen als durchschnittliche Battlefield-Plattform. Und sowas finde ich ja geil, weil die Bücher so lange gestartet sind, bis das grüne Buch da ist. Und auf dem grünen Buch können wir halt stehen. Die Plattformen, die schweben nicht da einfach. Und das finde ich eben halt immer clever designed. Sowas mag ich. Oh nein. Na gut, die wurde genervt. Was reg ich mich auf? Stimmt ja. Die wurde genervt. Seht ihr, das ist eines der schönsten Battlefields. Und die Bücher werfen sogar noch einen Schatten. Wie geil ist das bitte? Eines der geilsten Battlefields. Oh, und ich habe vergessen, den Soundtrack zu switchen. Aber jetzt kommt random der Wario-Soundtrack. Gut. Der Soundtrack, den ich haben will. Der Soundtrack, den ich haben will. Shake die Menschen. Shake die Menschen. Schüttel die Menschen nochmal, ey. Die Mewtwo, er ist so gut, ey, von Joker. Oh mein Gott, diese Nea, die ist halt immer noch stupid. Viel zu broken. Immer noch. Nervig ist Peach und Daisy sind immer noch nervig, wie ich finde. Immer noch viel zu stark. Ey, halt nicht mehr komplett broken. Casuals glauben nie, dass die so stark sind. Soll mal gegen Level 9er spielen. Level 9er Peach und Daisy. Allein daran sieht man schon, dass die nervig sind. Wer es nicht glaubt. Finde ich immer lustig. Ich bin wahrscheinlich immer gegen Level 1 Peach oder so. Aha, ich habe eine gute Recovery. Wie geht's? Hallo, ich habe eine Broken Nair. Wie geht's? Ich finde schon die Nair von Joker gut, aber dann sehe ich die von Peach oder Daisy. Sad. Jeeha. Oh, ja, ich habe eine Broken Dash Attack. Dumme Drecks Dash Attack, viel zu stark. Sie nicht genervt wurde. Dann nicht mal ein richtiges Risk. Kann gar nicht mal punishen. Disjointed. Genauso dumm wie die von Ness. Ness hat ja auch so eine gute Dash Attack. Wenn die ganze Zeit immer noch über mir schwebt, dann werde ich die einfach vom Himmel holen mit der Abi. Ja, ich hätte es reversen sollen. Er ist halt nicht gut. Das lasse ich deswegen auch. Schade. Ich dachte, die landet da auf dem Buch. Oh mein Gott. Yes. Hopp. Und ab er. Nee. Leider nicht bekommen. Für Ending Lag. Oh, das hat gesessen. Du arme Daisy, du. Arme Daisy. Das hat richtig reingehauen. Jesus. So schwer zu treffen war ich mal irgendwie. Wie lange ist der Tod bitte da? Ich hab doch sogar gewartet. Okay, das ist lame. Ich hab so lange gewartet. Der Tod trifft trotzdem noch. Komm schon, stirb! Nein, natürlich er dodge die Alte. Ja. Diese scheiß blöde Kuh, ey.
immer noch viel zu broken. Muss nochmal genervt werden, meiner Meinung nach. Ohne Scheiß. Immer noch viel zu viel Müll. Jetzt jump. Ja. So, jetzt reicht's mal hier mit den Toads. Wenn ich in der Situation immer den Toad benutze, jetzt habe ich's gepunished. Oh, die tiltet mich so sehr. So, jetzt gibt's die Wario Amiibo, die regt mich bestimmt auch auf. Nämlich in der Omega-Version. Die sieht lustigerweise sehr lame aus. Die Battlefield-Version sieht so cool aus. Die Omega-Version ist aber nur lame. Leerer Schreibtisch. In einem leeren Raum. Not like this, Leute. Not like this. Ja, man, diesen Song finde ich eigentlich ziemlich angenehm. Wario Amiibo, los geht's! Das hier ist die Wario Amiibo. Sieht auch ganz cool aus. Hinten sieht man das WarioWare Design. Cool, oder? Und gegen die werden wir jetzt antreten. Hurry up, steht da hinten drauf. Oh, leider in grün. Fahrtscannon, die Furzkanone. Durch den Skin, den ich am meisten mag. Baby Strampler-Vario, wie ich ihn gerne nenne. Riesenbaby, Mann. Einfach nur campen mit. Sei wir es nicht gut gegen Wario. Und daraus punishen. Ich weiß halt nicht, wie gut. Oh mein Gott, das spammt näher. Dann ist die Amiibo ridiculous gut. Ja. So spielen wir halt Wario, ne? Näher, 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 näher. Wie man viele Charaktere in dem Spiel spielt. Einfach näher. Ah, wunderbar. Ja, gegen den läuft's besser. Daisy hat mich einfach nur getriggert. Vor allem, weil die genervt wurde und immer noch so gut ist. What the fuck? Hab ich hochgeworfen, damit sie aktive Hitbox hat, Leute. Wurde eben vernichtet, obwohl ich nie mal Persona hatte. Obwohl Ascend nicht mal da war. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt werde ich eher vergewaltigt, Leute. Besser ohne Ascend. Omega Lul. Boah, wie lange die aktiv ist, diese scheiß Kacke. Dieser Drecksmove, ey. Der ist echt stupid. Holy shit, ist die dumm. Tech Chase. Ja. Nein, was? Oh mein Gott, Joker, hast du eine schlechte Grab Range. Warum tauntet der jetzt? Hab mal gelesen, dass die Amiibos die Persönlichkeit von den Charakter haben. Passt ja zu Wario, ist ja danach taunted. Ist ein Wichser. Ich will eigentlich die ganze Zeit Pivot F-Slash machen und er macht Dash-Tag. Auch geil, ne? Tschüss, Mann! Mir selber gefällt es nicht, wenn er getauntet wird. Geil. Dieser Hurensohn, ey. Ich spiel viel besser als er. Ich verliere, geil. Wir kommen mal in Super Smash Bros. Ultimate, wo Skill nichts aussagt. Wie lange ist sie aktiv? So lange aktiv, dass ich nicht mal einen Smash machen konnte? Oh, wie schade. Wario hat verloren, aber die Amiibo war echt nervig. Das Einzige, was sie falsch gemacht hat, war eben, als ich es manchmal in Neutral Smashes benutzt worden, sonst war die echt gut. Bisschen nervt, ey. Oh, shit. Fart Confirms waren ja sogar drin. Oh mein Gott. War eine der stärksten Amiibos bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und demnächst war es für mich mal die Smash 4 Stage von Pikmin Mountain. Pikmin 3 Stage. Garten der Begegnung. Leute, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, gehört das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.
We'll be right back.